Alter, was geht ab, Leute? Hang hier in der Gondel. Hier ist meine beste Freundin Oksana und wir tauschen jetzt ein wenig. Mal schauen, ob ich einen Lucky Pokémon bekomme. Lasst euch nicht stören, wir haben hier sehr viele Insekten. Alter, das ist echt schön. Also ich tausche dir meine Auslands-Pokémon. Angeblich haben ältere Pokémon eine höhere Chance, Lucky zu werden. Okay. Das kommt schon mal. Schon lange. Meine auch nicht. Ist ja nicht garantiert. Aber die Wahrscheinlichkeit ist höher. Ja, das schon. Ja, also. Auch nicht. Aber es hat auch nicht irgendwie geleuchtet oder so. Also. Das läuft auch nicht.
So, Leute. Unser erstes Lucky Pokémon. Zwei Alola gegeneinander getauscht, also relativ neu. Also, es war relativ unspektakulär. Ich hab's gar nicht bemerkt. Und ja, ich dachte, jetzt kommen irgendwelche Funken oder so, wie bei Shiny. Und auch der Hintergrund jetzt bei Mauzi ist jetzt nicht so leuchtend. Weil bei, das ist voll gar nicht. Bei Chanerga und so, bei diesen Screenshots, Alter, da hat es gefunkt und geleuchtet und geblitzt. Und hier ist jetzt ein bisschen was anderes. Ah ja, mein erstes Lucky Pokémon, Alola Mauzi. Das war's von mir und meinem kleinen Tauschabenteuer. Das Glücks-Mauzi habt ihr gesehen. Hier habe ich noch einen Glücks-Pikachu mit Sonnenbrille und Hut. Und hier seht ihr dann auch diese Funken und das Geleuchte. Das sieht man dann halt nur in der Ansicht jetzt, ganz normal. Aber beim Tauschen kam das bei mir zumindest nicht. Also relativ unspektakulär. Wir haben dann auch noch ein bisschen getauscht, weil ich brauche immer noch die Kilometer-Medaille. Die habe ich auch übrigens erreicht. Also erstmal Silber nur. Noch nicht Gold, nur Silber. Blende ich hier auch nochmal ein. Wenigstens das. Und dann ein paar... Also 1000 Mal muss man, glaube ich, tauschen. Ich habe gerade mal 60 Mal oder so getauscht. Also das wird noch eine Weile dauern. Aber ja, Glücks-Pokémon relativ häufig. Wir haben, keine Ahnung, nicht mal 20 Mal getauscht. Und zwei davon waren Glücks-Pokémon. Und das Pikachu ist ganz cool. Das Mauzi jetzt nicht unbedingt. IV-technisch waren sie auch okay. Man munkelt, also Prodigy's Nation hat angeblich herausgefunden, ich habe das Video noch nicht gesehen, dass Glücks-Pokémon mindestens die Werte 10, 10, 10 haben. Was eigentlich okay ist. Aber ja, natürlich werden wir da noch ein bisschen mehr tauschen und hoffe ich auch mal was Gescheites bekommen. Aber das war's von mir. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so läuft. Wie viele Glücks-Pokémon habt ihr schon ertauscht und natürlich welche. Und ja, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neuer Shop, neue Preise. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.